für die Einladung. Ich komme gerne nach Hamburg. Ich habe hier auch mal 2 Semester studiert. Ich habe ja nicht nur in Basel studiert, sondern das waren noch goldene Zeiten. Ich habe mein gesamtes Studium umfasste 9 Semester. Dann war ich Doktor promoviert nach 9 Semestern. Und ich habe an 5 verschiedenen Universitäten studiert. Zürich, Göttingen, Hamburg, Freiburg und Basel. Und Basel dann abgeschlossen mit dem Doktor. Das Diplom habe ich ausgelassen, habe dann später, als ich Professor war, immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich Leute für ein Examen geprüft habe, das ich selber nie bestanden habe. Aber irgendwie hatte das dann vielleicht auch ein kleines Plus für die Kandidaten, nicht? Wegen des schlechten Gewissens von mir. Ich möchte das vielleicht auch gerade im Übergang zu dem heutigen Thema sagen. Angefangen an der Universität Zürich Jura zu studieren, habe mich aber, wie man das im ersten Semester damals machen konnte, es gab ja keine Pflichtzeiten, die man innerhalb derer man fertig werden musste, mich umgesehen und habe also verschiedene Vorlesungen, Geschichte, Germanistik, Soziologie, angewandte Mathematik und eben auch Volkswirtschaftslehre besucht. Und dann hat mich die Volkswirtschaftslehre gepackt, insbesondere ein Professor Friedrich Lutz. Und Friedrich Lutz hatte ein Buch geschrieben. Friedrich Lutz war Schüler von Walter Eucken. Wer von Ihnen weiß nicht, wer Walter Eucken ist? Aha, also eine kleine Minderheit weiß es nicht. Lassen Sie sich von Ihren Nachbarn erzählen. Also Walter Eucken war ganz kurz der Begründer der sogenannten Freiburger Schule, die in der inneren Emigration während der Nazizeit eine wirtschaftspolitische Konzeption auf marktwirtschaftlicher Grundlage für die Zeit nach dem Fall Hitlers ausgearbeitet haben, zusammen mit Juristen Franz Böhm, der dann nachher auch Mitglied des Bundestages war. Und Walter Eucken hatte also einen Assistenten, der 1933 dann weggegangen ist nach Amerika und dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Zürich gegangen ist als Professor. Und der Zufall wollte es, dass ich dann bei ihm zur Ökonomie bekehrt worden bin. Er hatte nun ein Buch geschrieben über Zinstheorie. Und der Zins hat mich also von Anfang an fasziniert und heute werde ich also auch über Zinsen reden. Sie sehen, man hat so Dauerthemen, die ein Leben lang einen beschäftigen. Ich will meinen Vortrag mit dem Fragezeichen versehen, heißt Kapitalismus in der Krise in 4 Teile. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier auf den richtigen Knopf drücke. Nee, das nicht. Bitte? Ja, gut. Ich habe mir angeguckt, wer vor mir in dieser Reihe schon Vorträge gehalten hat. Herr Erlei ist ein guter Bekannter von mir. Ich brauche jetzt über ihn hier nicht viel zu sagen. Und es ging ja da um Konjunktur und Krise aus der österreichischen Sicht. Dann aus Marx'er Sicht Ansätze zur Beschreibung von Krisen und deren Aktualität. Ich muss sagen, während meines Studiums wollte ich eigentlich Marx nicht lesen. Das war damals nicht in. Aber einer meiner Professoren in Basel, bei dem ich dann die mündliche Doktorprüfung neben 3 anderen Prüfern machen musste, Edgar Salin, hat gesagt, Sie bereiten sich auf Karl Marx vor. Dann war ich also gezwungen, Karl Marx zu lesen, habe dann das Kapital durchgelesen und am Schluss konnte ich es, glaube ich, besser als er. Aber jedenfalls war ich dann sehr froh darüber, denn als ich dann als junger Professor in Heidelberg war und alles um mich herum inzwischen begeistert war über Karl Marx, machten die aufmüpfigen und ja zum Teil sehr rabiaten Studenten um mich immer einen großen Bogen, denn sie wussten, ich kenne mich aus.
Also, aber Marx ist wichtig, das habe ich eben bei dieser Gelegenheit gelernt und auch mein eigentlicher akademischer Lehrer Paul Samuelson, den ich so für den größten Ökonomen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts halte, am MIT, als ich dann dort war, hat sich ja auch sehr intensiv mit Marx beschäftigt und hat zum Ärger der religiös an Marx Glaubenden nachgewiesen, dass die innere Widersprüchlichkeit des marxischen Systems, das will ich aber jetzt hier nicht im Einzelnen darstellen. Dann Einkommensungleichheit als Krisenursache aus dem Gewerkschaftsinstitut von Herrn Theobald. Herrn Theobald kenne ich flüchtig und er ist ein guter Mann. Und wie er bin auch ich kritisch gegenüber diesen DSGE-Modellen. Das brauche ich also hier nicht auch noch abzuhandeln. Und die Frage der makroökonomischen Ungleichgewichte aufgrund Einkommensungleichheit spielt durchaus herein in das, was ich nachher sagen werde. Dann Frau Springler über Minsky. Minsky war ein bedeutender Mann. Sie haben also wahrscheinlich von der Dame über ihn gehört. Und ich glaube, man muss das, was er gesagt hat, sehr ernst nehmen. Und seit der Finanzkrise wird es ja auch wieder ernster genommen. Und ich finde es sehr gut, dass das also auch hier zur Sprache gekommen ist. Behavioral Macroeconomics, also beschränkt rationale Erwartungen und makroökonomische Stabilität, ebenfalls natürlich wichtig. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist ein Riesengebiet, was hier vorgetragen wurde, aber jedenfalls sicher sind Sie dann schon gut vorgebildet zu dem, was ich jetzt sagen werde. Krise des Kapitalismus, Fragezeichen. Ja. Aber das ist ein Dauerzustand seit 200 Jahren. Wenn Sie sich die Geschichte ansehen, der Debatten über unser Wirtschaftssystem, dann können Sie von Anfang an, also vom Beginn der Moderne, die wir ungefähr mit der Zeit der Französischen Revolution und Napoleon beginnen lassen können, feststellen, dass es immer ein Krisenbewusstsein gegeben hat. Es hat immer Leute gegeben, die gesagt haben, das System ist nicht stabil, das wird in die Katastrophe führen oder das ist, wir müssen dies und jenes tun, was immer nicht getan wird, damit das System endlich stabil wird und so weiter und so fort. Wenn Sie daran denken, dass natürlich Karl Marx mit seiner Theorie der letztendlichen Kollabierens des Kapitalismus eine ganz prominente Rolle gespielt hat, auch bei den Nicht-Marxisten, dann war die Antwort der damaligen Kathedersozialisten, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, also Gustav Schmoller und andere, zur Stabilisierung dieser bürgerlichen Gesellschaft brauchen wir das, was wir heute Sozialstaat nennen. Also die Lösung des Problems der Armut. Und der Sozialstaat spielt ja bei uns heute eine große Rolle. Aber sie war, die Konzeption, einen solchen einzuführen, war im Grunde der Versuch, das vorhandene kapitalistische System zu stabilisieren. Also das ist uralt, das Krisenbewusstsein davon. Es ist natürlich mal mehr im Vordergrund, wie zum Beispiel in der großen Weltwirtschaftskrise. Mal gerät es etwas in den Hintergrund, wie in den Wirtschaftswunderjahren, jedenfalls in Westeuropa. Natürlich in der Sowjetunion hat man nach wie vor gemeint, dass das System eines Tages zusammenbrechen werde. Aber je nach der allgemeinen Lage, in der man sich befindet, ist das Krisenbewusstsein mal größer, mal kleiner. Aber es gibt es das immer. So, ich möchte das vorausschicken, um Ihnen jetzt in vier Abschnitten einige Dinge zu sagen, die einerseits sich beziehen auf die aktuelle Situation der Weltwirtschaft und andererseits aber sich auch orientieren an dem Versuch, ein komplexes Phänomen theoretisch zu durchdringen. Das heißt also, Theorie wird auch vorkommen und diese Theorie, wenn man die innerhalb einer Stunde darstellen soll, muss man natürlich sehr vereinfacht vortragen. Ich werde mich also bemühen, es so vorzutragen,
dass man es vielleicht auch verstehen kann. Der erste Abschnitt ist eine, was ich nenne, systemtheoretische Vorbemerkung. Und diese systemtheoretische Vorbemerkung sagt, dass es ist inhärent in dem System, wahrscheinlich jeder Gesellschaft, aber sicher der bürgerlichen Gesellschaft, die seit ungefähr 200 Jahren sich entwickelt hat und die wir vielleicht auch Kapitalismus nennen, dass man nicht entscheiden kann, ob sie stabil oder instabil ist. Und das aus dem folgenden Grund. Der entscheidende Unterschied zwischen Systemen in der Natur und sozialen Systemen ist der: In den sozialen Systemen verhalten sich ihre Elemente, das sind also die Menschen, partiell zweckorientiert, also final. Sie verhalten sich, weil sie bestimmte Ziele verfolgen. Während das Verhalten der Atome oder der Moleküle eines natürlichen Systems rein kausal ist. Sie können also das Verhalten eines Moleküls nicht dazu gewinnen, indem Sie dem Molekül erzählen, wie die Zukunft aussieht, denn das versteht es gar nicht. Das ist aber bei Menschen anders. Und deshalb hat die Konzeption, die Idee davon, was die Zukunft ist und was die Zukunft bringen wird, einen enorm großen Einfluss auf das, was hier heute passiert. Und das führt zu der Erkenntnis, dass man in einem solchen System grundsätzlich nicht entscheiden kann, ob es stabil oder instabil ist. Also ich kann jetzt hier auf Minsky im Einzelnen nicht eingehen. Sozusagen eine Minsky-Kritik wäre an dieser Stelle ganz interessant, aber das ist jetzt aus Zeitgründen nicht möglich. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, aber das ist eine Systemeigenschaft des Systems als Ganzes. Das ist das, einige von Ihnen werden es kennen, der Schweinezyklus. Wer von Ihnen ist im Bachelorstudium, darf ich fragen? Haben Sie schon mal vom Schweinezyklus gehört? Ja, gut. Und die anderen, die sind sowieso gebildet, wissen auch, was der Schweinezyklus ist. Also der Schweinezyklus, die Formulierung stammt von dem Agrarökonomen Hanau, der Professor in Göttingen war, in den 20er Jahren, der festgestellt hat, dass die Schweinepreise zyklisch schwanken. Und er hat das erklärt, indem er gesagt hat, die Schweinezüchter orientieren sich in der Entscheidung, wie viele Schweine sie aufziehen, nach dem aktuellen Preis auf dem Markt für Schweinefleisch, für Schweine. Und wenn der Preis hoch ist, dann werden viele Schweine ernährt und hochgezogen. Wenn die ein Jahr später dann auf den Markt kommen, gibt es ein Überangebot an Schweinen, deshalb sinkt der Preis. Und daraufhin sagen die Schweinezüchter, es lohnt sich nicht, Schweine zu züchten. Und deshalb gibt es im darauffolgenden Jahr wieder ganz hohe Preise. Und so geht das immer hin und her. Das nannte man dann den Schweinezyklus. Und es gibt natürlich viele Phänomene in einzelnen Branchen, die wir bis heute so beobachten können. Nun hier auf dieser Grafik habe ich gezeigt, dass der Schweinezyklus instabil ist. Beginnen Sie mit der Periode 1, mit dem Jahr 1. Dort ist, hat man einen Pointer hier? Nein, gut. Also Sie sehen hier, die schwarze Linie ist die Nachfragekurve nach Schweinefleisch oder nach Schweinen, also dem Zwischenprodukt. Und die rote Linie ist die Angebotskurve. Nur die Angebotskurve hat die Eigenschaft, dass das Angebot eine Periode später kommt als der Preis, auf das das Angebot reagiert. So dass also im Jahr 1 aufgrund der Tatsache, dass der Preis so hoch liegt, wie eben bei der 1 steht, die Nachfrage so hoch ist, wie diese grüne vertikale Linie zeigt, das ist die Menge an Schweinen. Und daraufhin, aufgrund dieses Preises, reagieren jetzt die Schweinezüchter und es entstehen so viele neue Schweine, wie dem Punkt 2 entspricht. Und gemäß der Angebotskurve. Und aufgrund der Tatsache, dass an dieser Stelle aber Nachfrage gar nicht so groß ist wie das Angebot, sinkt der Preis. Er ist dann nicht so hoch, wie die Schweinezüchter erwartet haben.
und das ist die 2 da unten. Und daraufhin sinkt das Angebot gemäß der roten Angebotskurve, das dann im Jahr 3 auf den Markt kommt und liegt dann wieder ganz weit links. Das heißt, es gibt sehr wenig Schweine zu kaufen und zu essen. Und daraufhin ist der Preis für die Schweine wieder sehr hoch und so weiter. Und Sie sehen, das System explodiert, nicht? Von einem anfänglichen Ungleichgewicht erhöht sich die Abweichung vom Gleichgewicht, also vom Schnittpunkt zwischen Angebots- und Nachfragekurve, immer weiter. Andererseits, wenn die Angebotskurve sehr steil ist, nicht? Jetzt dieselbe Überlegung nochmal, angenommen, wir hätten ein kleines Ungleichgewicht am Anfang, dann, ich will das jetzt nicht im Einzelnen nochmal durchdeklinieren, dann sehen Sie, das System schwankt ein bisschen, aber immer weniger und schließlich endet es in einem stabilen Punkt. Das heißt, wenn das Angebot, wie vorhin gezeichnet, sehr elastisch ist, nicht die Angebotskurve sehr flach verläuft, dann ist das System instabil und umgekehrt, wenn die Angebotskurve sehr steil verläuft, das heißt, die Schweinezüchter auf den beobachteten Preis kaum reagieren, dann ist das System stabil. Wann sind aber die Schweinezüchter so, dass die Angebotskurve sehr elastisch ist? Das ist dann, wenn sie erwarten, dass der Preis, den sie beobachten, stabil ist. Das heißt, dass das Preissignal von heute auch das Preissignal für morgen ist. Und sie erwarten also Stabilität und deshalb reagieren sie auf diesen Preis. Das ist eine verlässliche Information, auf die zu reagieren sich lohnt. Und genau dann ist es instabil. Umgekehrt, wenn Sie dem Preis von heute misstrauen, nicht, dann reagieren Sie in Ihrem Angebot auf den heutigen Preis gar nicht, weil Sie sagen, daraus kann ich nichts lernen über den Preis von morgen. Und deshalb ist dann die Angebotskurve sehr unelastisch und dann ist das System stabil. Also aus der Erwartung von Stabilität folgt Instabilität und aus der Erwartung von Instabilität folgt Stabilität. Und das ist eine generelle Struktureigenschaft unserer Gesellschaft. Deshalb können wir, glaube ich, nie endgültig sagen, ist das System, das unsere Gesellschaft darstellt, ein stabiles System oder ein instabiles System. Die Menschen, wenn sie meinen, es ist sehr stabil, verhalten sich so, dass es instabil wird. Und wenn die Menschen meinen, es ist sehr instabil, ziehen sie sich zurück, reagieren überhaupt nicht stark und dann wird das System stabil. Deswegen gibt es also immer die Gratwanderung zwischen Stabilität und Instabilität im Rahmen dieses Systems. Und natürlich die jüngere Geschichte ist ein Beleg dafür, wenn Sie sehen, dass wir früher große Krisen hatten, wie zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, die zum Beispiel den Keynesianismus hervorgebracht hat und dann nach dem Krieg durch antizyklische Politik des Staates die Zyklen, also die Krisen sehr viel weniger stark waren und schließlich sich nach der Wende zum Monetarismus hin und der Beseitigung des Inflationsfiebers in den 70er Jahren, dann in den 80er Jahren sich die Wirtschaft eigentlich nur noch mit sehr kleinen Schwankungen auszeichnete, entstand das, was mein Student Robert Shiller, der inzwischen den Nobelpreis hat, genannt hat, Irrational Exuberance, und Greenspan hat diesen Begriff übernommen. Das heißt also, dadurch, dass das System sehr stabil aussah, haben die Leute angefangen, wie verrückt zu spekulieren und genau dadurch ist es wieder instabil geworden. Die Finanzkrise ist die Folge von dem Glauben an die Abwesenheit von Krisenanfälligkeit. Das ist also meines Erachtens ein guter Beweis, jetzt makroökonomisch, von dem, was ich hier vortragen will. Und das ist sozusagen, wenn Sie wollen, systemtheoretisch zu erklären. So, jetzt das zweite Thema, die Ungleichheit im Kapitalismus. Auch da werden Sie sehen, dass wir ambivalente Ergebnisse bekommen. Und ich will Ihnen das hier ganz kurz darstellen. Die konventionelle Meinung ist, dass Einkommen und Vermögen
Verteilung immer ungleicher wird. In Amerika, in Deutschland, in China und so weiter und so fort. Das ist, wenn Sie den konventionellen Begriff von Einkommen nehmen, zum Beispiel Faktoreinkommen, ist das richtig. Nicht? Das zeigen die Statistiken. Allerdings, also hier Nettoeinkommen, also nach Steuern und Abgaben. Aber schon national, wenn Sie den Sozialstaat mit einbeziehen und nun einen erweiterten Einkommens- oder Vermögensbegriff verwenden, ist die Sache wesentlich komplizierter. Denn die Einkommensungleichheit der verfügbaren Einkommen, die gestiegene, geht einher mit einer zunehmenden Ausschüttung von Renten, weil die Anzahl der Rentner steigt oder eben in Erwartung, weil die Lebenserwartung steigt. Diejenigen, die heute aktiv sind, die bauen sozusagen Ansprüche auf für ihr Alter, die heute in Euro ausgedrückt, Euro pro verfügbares Einkommen, viel höher sind als früher. Nicht? Heute kann der durchschnittliche Rentner mit 20 Jahren Lebensdauer Rentenbezugsdauer rechnen, während vor 50 Jahren, vor einem halben Jahrhundert, waren es noch 10 Jahre. Das liegt an der gestiegenen Lebenserwartung, die nicht umgesetzt worden ist in gestiegene Durchschnittsalter des Ausscheidens aus der Berufstätigkeit, sondern wird voll konsumiert durch zusätzliche Rentenexistenz. Und wenn Sie nun die daraus resultierenden Renteneinkommen auf das Lebenseinkommen der einzelnen Menschen mit draufschlagen, dann ist es gar nicht mehr klar, dass die Einkommensungleichheit gestiegen ist. Vielleicht hat sie sogar hier schon in Deutschland abgenommen. Das ist also, müsste im Einzelnen untersucht werden. Bitte? Ja, es ist richtig, wir haben den demografischen Faktor. Ja, nein, ich sage ja gar nicht, dass es... Ja, aber Sie stellen fest, dass heute ein wesentlich höherer Anteil des Sozialprodukts an Renten ausgezahlt wird als früher. Nicht? Ja, das ist richtig. Aber das sind dieselben Leute, ich rede vom Lebenseinkommen. Nicht? Ja, zweitens... Ja, das können wir gerne nachliefern. Ich habe es jetzt nicht dabei. Ja. Zweitens, im Weltmaßstab steigt die Ungleichheit der Einkommen nicht. Und zwar deswegen, weil die Einkommen in China und in Indien und in Brasilien weitaus schneller steigen als bei uns. Wir haben die höheren Einkommen. Und wenn Sie jetzt die Welteinkommensverteilung nehmen, ist aufgrund der Tatsache, dass diese Schwellenländergiganten dann mit hineinkommen, mit ihrer Bevölkerung von 1,3 bis 1,4 Milliarden in China und entsprechend fast so vielen in Indien und einigen hundert Millionen in Lateinamerika, dass die Einkommensverteilung weltweit gesehen nicht ungleicher geworden ist, selbst wenn wir das konventionelle Konzept von Einkommen nehmen. Drittens, die Lebenserwartung. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Lebenserwartung ist im letzten halben Jahrhundert in Deutschland um 10 Jahre gestiegen. Sie ist aber in der dritten Welt um das Doppelte gestiegen. In der Welt als Ganzes ist sie um 18 Jahre gestiegen. Das heißt, der Unterschied, die Ungleichheit in den Lebensbedingungen, die ausgedrückt wird in der Lebenserwartung, nimmt drastisch ab. Das wird in der Zukunft auch so weitergehen. Viertens, die abnehmende Geschlechterungleichheit. Natürlich gibt es nach wie vor eine Benachteiligung der Frauen gegenüber den Männern, auch in Deutschland, aber die ist heute massiv geringer, als sie zu meinen Studienzeiten war. Nehmen Sie nur die Geschlechtszusammensetzung der Professoren. Nicht? Heute gibt es eine ganze Menge von Professorinnen, vor 50 Jahren gab es fast keine. Oder nehmen Sie andere Berufe,
leitende Berufe. Und wenn Sie das feststellen, zum Beispiel in skandinavischen Ländern, die sind uns da noch weit voraus, ist gar kein Zweifel, dass also die Ungleichheit zwischen, nehmen Sie die Studentenzahlen, ne? Vor 50 Jahren war die überwiegende Zahl der Studierenden männlich, heute haben die Frauen eine Mehrheit unter den Studenten. Und das heißt, also Sie stellen fest, es gibt eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass die Beschreibung zunehmende Ungleichheit problematisiert werden kann. So, jetzt komme ich zu meinem dritten Abschnitt. Das ist, damit komme ich dann auf die Zinstheorie zurück, das Ende der Kapitalknappheit. Ich verweise hier, weil ich das hier jetzt in der Kürze der Zeit nicht sehr ausführlich darstellen kann, auf meinen Artikel in den Perspektiven der Wirtschaftspolitik, der im vergangenen Sommer erschienen ist, wo ich also auch mich mit Piketty, dem Piketty-Buch auseinandersetze und eine ganze Reihe anderer Dinge tue. Aber der entscheidende Punkt jetzt für diesen Vortrag ist die These, dass das, was seinerzeit Knut Wicksell den natürlichen Zins genannt hat, heute negativ ist. Im Gegensatz zu der Zeit, als Wicksell schrieb oder als Eugen von Böhm-Bawerk, der die österreichische Kapitaltheorie begonnen hat, sein großes Werk im Jahr 1889 publizierte, was er dann ja über den Rest seines Lebens, 1914 ist er gestorben, in vielen Aufsätzen gegen Kritik weiter verteidigt hat. Ich verwende hier einen österreichischen Ansatz, genau genommen einen Ansatz, der inspiriert ist von Böhm-Bawerk, um Ihnen das in ganz groben Zügen zu zeigen. Also der österreichische Ansatz heißt, was ist eigentlich Kapital? Kapital ist Zeit. Kapital, der Produktionsprozess benötigt Kapital deswegen, weil die ursprünglichen Inputs, Arbeit insbesondere, früher anfallen müssen, früher vorhanden sein müssen als der letztendliche Output, die Konsumgüter. Und dieser Gedanke, nicht, dass wir, wenn wir zweckorientiert handeln und produzieren, ist ein zweckorientiertes Handeln, die Mittel vor dem Zweck liegen. Nicht? Das ist eben die Zweckorientierung, das finale Wesen des menschlichen Handelns. Die Mittel vor dem Zweck liegen, das können wir versuchen zu quantifizieren. Dazu müssen wir genauere Begriffe machen. Und Böhm-Bawerk hat da einen ersten Ansatz gewählt. Das war dann die sogenannte durchschnittliche Produktionsperiode, das war also der durchschnittliche zeitliche Abstand zwischen dem letzten Endprodukt, dem Konsumgut einerseits, und der Arbeit, die in der Vergangenheit notwendig war, um dieses Gut zu erzeugen. Damit hat er eine gewisse logische Operation durchgeführt, die vor ihm schon Karl Marx durchgeführt hat, also seine Arbeitswertlehre entwickelt hat, denn Karl Marx wusste ja auch, dass der Wert einer Arbeit, der Tauschwert einer Arbeit, wenn er denn proportional zu dem erforderlichen Arbeitsmenge zur Herstellung dieses Gutes sein sollte, nicht darin besteht, was in allerletzte Minute an Arbeit aufgewendet wird von das Produkt, sondern auch die ganze frühere Arbeit, nicht, der Vorprodukte. Und dieser Gedanke, den also schon bei Karl Marx existiert, den hat Böhm-Bawerk nun weitergeführt und hat sozusagen die zeitliche Struktur der Produktion genommen und gesagt, die Menge an Kapital, die eine Volkswirtschaft braucht, ist im Wesentlichen bestimmt durch den durchschnittlichen zeitlichen Abstand, also die spezifische Menge, also pro Output-Einheit an Kapital, der nötig ist, ist gegeben durch den durchschnittlichen zeitlichen Abstand zwischen dem ursprünglichen Arbeitseinsatz und dem letztendlichen Konsumgüterprodukt. Er ist dann kritisiert worden und so weiter, darauf will ich gar nicht eingehen. Aber der entscheidende Punkt ist jetzt der, man kann diesen Gedanken von Böhm-Bawerk verallgemeinern, man kann ihn nämlich auch für die Spartätigkeit anwenden. Was ist Sparen? Ich erwerbe heute Einkommen, das ich nicht ausgebe. Ich gebe es später aus oder meine Nachkommen geben es aus. Nicht? Und so können wir auch wieder einen zeitlichen Abstand zwischen Einkommen einerseits und Konsum andererseits, also der wieder verkonsumieren des Einkommens andererseits ausmachen
und können die Periode, die dazwischen im Durchschnitt liegt, für den einzelnen repräsentativen Haushalt nennen, die Sparperiode oder die Warteperiode. Und nun kann man zeigen, das kann ich jetzt hier in der Kürze der Zeit nicht darstellen, dass in einem Gemeinwesen, in einem Staat, in dem der Staat keine Schulden hat, und eine geschlossene Volkswirtschaft, jetzt einfach mal, das kennen Sie aus dem Unterricht, in einer geschlossenen Volkswirtschaft, also Außenbeziehungen erstmal weggelassen, im Gleichgewicht, im Vollbeschäftigungsgleichgewicht, diese Sparperiode gleich der Produktionsperiode sein muss. Das kann ich nachweisen, mathematisch und so weiter, das will ich, aber kann ich hier natürlich jetzt aus Zeitgründen nicht tun. Wenn Sie das interessiert, dann können Sie von meiner Homepage einen entsprechenden Artikel, in dem das alles im Einzelnen dargestellt wird, herunterladen. Nun ist es aber so, dass also die Warteperiode ist der gewünschte Vermögenskoeffizient, das heißt das Verhältnis für den Durchschnitt der Bevölkerung zwischen ihrem Vermögen einerseits und dem laufenden Konsum andererseits. Nicht? Das Vermögen ist eine Bestandsgröße, der laufende Konsum ist eine Strömungsgröße. Und wenn Sie eine Bestandsgröße durch eine Strömungsgröße dividieren, kommt eine Größe heraus, die hat die Dimension Zeit. Nicht? Und der Kapitalkoeffizient, der vielfach ja verwendet wird in der Makroökonomie, ist genau dasselbe. Nicht? Die Menge an Kapital, die eingesetzt wird im Produktionsprozess, dividiert durch das Nettoprodukt, das aus diesem Produktionsprozess herauskommt. Und auch diese Größe hat die Dimension Zeit. Man kann zeigen, ich will jetzt auf Details nicht eingehen, dass die Produktionsperiode, die Böhm-Bawerk im Sinn hatte, genau diesem Kapitalkoeffizienten entspricht. Und nun stellen wir aber fest, wenn der Staat nun Schulden hat, und ich nenne jetzt entsprechend die Staatsschulden D, die Schuldenperiode, das ist wieder eine Zeitgröße, so wird sie ja im Allgemeinen auch dargestellt, nicht? Wenn wir sagen, der deutsche Fiskus hat eine Schuldenquote von 70% zurzeit, dann soll das heißen, 70% eines Jahres Einkommens ist so viel wie die Staatsschulden. Nicht? Und da können Sie wieder feststellen, die Schuldenbestand ist eine Bestandsgröße und er wird bezogen auf die Strömungsgröße Sozialprodukt. Und damit ist also die Schuldenquote von 70%, heißt einfach 70% eines Jahres. Das ist also wieder eine Zeitgröße, deshalb können wir diese Zeitgrößen miteinander addieren und subtrahieren und dann stellen wir fest, dass also die Schuldenperiode, D, also das, was wir landläufig Schuldenquote nennen, plus die Produktionsperiode im Gleichgewicht gleich sein muss der Warteperiode. So, das also zur Motivierung aufgrund der Größen, die wir auch empirisch messen können, dessen, was ich hier gesagt habe, Kapital ist Zeit. So, nun stellen wir fest, heutzutage, selbst bei einem Zins von Null, ist Z wesentlich größer als T. Z ist die Warteperiode und T ist die Produktionsperiode. Z wesentlich größer als T. Und die Differenz von beiden wird durch die Staatsschulden aufgefangen sozusagen. Jetzt können wir die Frage stellen, wieso ist denn Z so groß? Wieso ist Z größer als T? Und das müssen wir jetzt auf beiden Seiten des Kapitalangebots und der Kapitalnachfrage versuchen im Einzelnen zu erklären. Pauschal muss ich es hier erklären aus Zeitgründen, aber der Grundgedanke kommt dann schon rüber. Und zwar stellen wir fest, der sogenannte Kapitalkoeffizient, im Gegensatz zu dem, was Marx prognostiziert hat, im Gegensatz übrigens auch zu dem, was Böhm-Bawerk prognostiziert hat, Marx sprach von der organischen Zusammensetzung des Kapitals, dass die ständig steigen werde, daraus leitete er ja sein Gesetz der abnehmenden Profitrate ab, die ja ein wesentlicher Bestandteil seiner Zusammenbruchsthese des Kapitalismus war. Also das ist genau dasselbe, mutatis mutandis, natürlich in einer anderen Sprache ausgedrückt, wie hier diese Produktionsperiode. Und die ist wieder dasselbe wie der Kapitalkoeffizient. Den Kapitalkoeffizienten können wir in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen messen und wir stellen fest, er steigt nicht. Er steigt seit 100 Jahren nicht. Es gibt natürlich Schwankungen, nicht? Wenn die Produktionsapparate gut ausgelastet sind, dann ist er kleiner
Und wenn sie schlechter ausgelastet sind, ist er größer, denn der Produktionsapparat hat so und so viel Kapital. Wenn er viel Output produziert, dann ist der Koeffizient zwischen beiden kleiner. Aber wenn Sie eine Durchschnittsauslastung nehmen, die wir für eine lange Zeit berechnen können, dann stellen wir fest, dieser Kapitalkoeffizient steigt nicht. Was steigt in den letzten, aber das ist nicht mein Thema von heute Abend, was steigt, ist der Humankapitalkoeffizient, also die Menge an Lernjahren, die in den Produktionsprozess einfließt durch qualifizierte Arbeit. Nicht? Wir haben heute eine Labor Force in Deutschland, die weitaus qualifizierter ist, wenn wir es in Jahren Ausbildung rechnen, als sie es vor 50 Jahren waren. Und vor 50 Jahren war sie weitaus größer als vor 100 Jahren. Nicht? Vor 50 Jahren, als ich studierte, deshalb standen mir alle Wege offen, nicht? War die Studentenquote an den Hochschulen bei 7% eines Altersjahrgangs. Heute ist sie bei ungefähr 50%. Also die Ausbildungsmasse, die heute geleistet wird in Vorbereitung auf den Berufsprozess, ist heute weitaus größer als in der Vergangenheit. Das heißt, im Vergleich zum Sozialprodukt ist der Bildungsstand der Personen ausgerüstet in Schul- und Universitätsjahren heute wesentlich größer, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber das Humankapital ist kein Teil des Kapitalmarktes und deswegen können wir das hier für unsere makroökonomische Analyse erstmal beiseite lassen. Der Realkapitalkoeffizient steigt nicht, steigt nicht, steigt nicht. Das ist also eine Widerlegung des Gesetzes der zunehmenden organischen Zusammensetzung des Kapitals von Karl Marx. Andererseits, was ständig steigt, ist Z, also die Sparperiode. Hier müssen wir nun nur richtig verstehen, dass natürlich der Sparprozess bei uns sehr weitgehend vom Staat schon vorgeprägt ist, nämlich in der Form der Zwangsabgaben in das Rentensystem. Nicht? Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen in die Rente ein, deshalb ist das verfügbare Einkommen wesentlich kleiner als das Bruttoeinkommen, abgesehen natürlich von der Steuer, die ich aber hier mal weglasse. Und wenn Sie sich überlegen, was das eigentlich ist, dann ist das ein Sparprozess. Nicht? Es wird hier für die eine Art Zwangssparen, nicht? Die einzelnen Arbeitnehmer, für deren Rente werden diese Rentenbeiträge erhoben und damit können Sie dieses mit als Teil Ihres Vermögens ansehen. Wenn Sie das übrigens tun, dann wird natürlich auch die Vermögensverteilung sehr viel gleichmäßiger, als wenn wir das Vermögen anders definieren. Aber der entscheidende Punkt für uns ist, nicht, ich als Beamter vergleichen wir mich als Beamten mit einem Unternehmer, der gleich viel verdient. Nicht? Der Unternehmer oder ein Rechtsanwalt oder sonst etwas, freiberuflich Tätiger, der muss viel mehr zurücklegen als ich, denn ich habe den Anspruch auf eine Pension. Das ist quasi Vermögen. Nicht? Während der Unternehmer muss einen wesentlich größeren Teil seines Vermögens sparen, darf es nicht konsumieren, als ich das als Beamter tun muss, weil er für sein Alter selber vorsorgen muss. Nicht? Daran sehen Sie, dass diese Art von Versorgungssystemen des Staates, nicht? Pensionen bei den Beamten oder eben die gesetzliche Rentenversicherung, Sparprozesse sind aus der Sicht des einzelnen Individuums. Dass der Staat weder für die Pensionen Rücklagen bildet, im Rahmen des Umlageverfahrens noch für die Rentenzahlungen Umlagen bildet, ist eine andere Frage. Persönlich, individuell ist es Vermögen, dem entspricht aber dann eine entsprechend hohe Staatsschuld auf der anderen Seite. Und wenn wir die Staatsschulden so berechnen, dann ist die Staatsschuld nicht bei 70% des Sozialprodukts, sondern in der Größenordnung von 300-400%. Und das ist die richtige Rechnung. Und daran sehen Sie schon, dass schon heute das Z wesentlich höher ist als das T, weil das T in den 100 Jahren nicht gestiegen ist, das Z aber wegen der steigenden Lebenserwartung und den damit entstehenden Ansprüchen aus Renten, in der gesetzlichen Rentenversicherung, aus Pensionen für die Beamten und den tatsächlich geleisteten Sparleistungen in der privaten Lebensversicherung und schließlich anderen Vorsorgemaßnahmen, die die einzelnen
Personen treffen, indem sie sparen fürs Alter, wegen des gestiegenen Altersabschnittes heute wesentlich größer ist als in der Vergangenheit. Das ist der Grund, dass Z wesentlich höher ist, als es früher war, während das T gleich hoch geblieben ist. Und zwar ist das T, also der Kapitalkoeffizient, gleich hoch geblieben, obwohl die Zinsen bei Null liegen. Nicht? Sie können heute, der Staat kann sich verschulden zu 0% real, nicht? Sogar zu negativen Zinsen zurzeit, aber nehmen wir mal Null. Und die Privaten zahlen einen positiven Zins, wenn sie Kredit aufnehmen, aber der ist ebenfalls heute wesentlich niedriger. Nicht? Sie können Hypotheken heute bekommen zu Zinsen unter 2%. Nicht? Früher war das undenkbar. Das heißt, die Zinsen sind sehr niedrig und deshalb, dennoch steigt der Kapitalkoeffizient nicht. Woran kann das liegen? Nun, das liegt daran, dass wir ein Thema mit berücksichtigen müssen. Hier ist nochmal, das will ich jetzt im Einzelnen aus Zeitgründen nicht darstellen, der Grundgedanke nochmal geometrisch dargestellt, dass mit gestiegener Rentenbezugsdauer der Vermögensbestand gemessen am laufenden Einkommen höher ist. Das habe ich eben ausgeführt. Jetzt komme ich eben auf den anderen Punkt, nämlich warum steigt der Kapitalkoeffizient nicht? Warum hatte Marx Unrecht mit seiner zunehmenden organischen Zusammensetzung des Kapitals? Nun, die zunehmende organische Zusammensetzung des Kapitals ist dasselbe, kann man nachweisen, ich habe da auch einen Artikel mal darüber geschrieben, vor Jahrzehnten, ist identisch mit der Böhm-Bawerkschen Produktionsperiode und beides zusammen stellt dar, wie hoch sind, wie Böhm-Bawerk das nannte, die Produktionsumwege, nicht? Und Böhm-Bawerk hatte ja formuliert, es gibt eine Mehrergiebigkeit längerer Produktionsumwege. Bedeutet, wenn ich nicht von der Hand in den Mund lebe, also in den Wald gehen und Beeren sammle, sondern wenn ich erstmal mir einen Acker umpflüge, nicht? Also die Bäume runterhacke und dann auf dem freien Feld pflüge und dann ein Jahr später ernte, dann kann ich mit derselben Menge Arbeit wesentlich mehr Nahrungsmittel produzieren. Also wenn man einen Produktionsumweg einschlägt und nicht sofort nur das, was man sammelt, aufisst, dann hat man eine höhere Produktivität. Und Böhm-Bawerk stipulierte ein allgemeines Gesetz der Mehrergiebigkeit längerer Produktionsumwege und das bedeutet aber gleichzeitig eine Mehrergiebigkeit größerer Komplexität. Und dieser Gedanke der Mehrergiebigkeit größerer Komplexität, der kommt uns auch woanders ins Gesichtsfeld, wenn wir nämlich zurückgehen ins 18. Jahrhundert zu Adam Smith. Der eigentliche Grund, weshalb Adam Smith der Übervater der ökonomischen Theorie geworden ist, obwohl er ja damals ohne Mathematik die ganze Sache gemacht hat, liegt im ersten Satz seines Wohlstands der Nationen. Ich lese ihn vor. The great improvement in the productive powers of labor and the greater part of the skill, dexterity and judgment with which it is anywhere directed or applied seem to have been the effect of the division of labor. Das war eine, wenn Sie wollen, prophetische Aussage über die Moderne. Das, was die Moderne unterscheidet von der früheren Zeit, ist das ungeheure Ausmaß an Arbeitsteilung. Das hat die Produktivität hervorgebracht, die wir seit der Französischen Revolution in Europa und in Nordamerika beobachten konnten, nicht? Weil wir uns spezialisieren. Der eine wird Arzt und innerhalb des ärztlichen Berufs immer weiter. Nicht? Heute ist die ärztliche Kunst ungeheuer stark spezialisiert, wenn Sie das vergleichen mit der Zeit vor 100 Jahren. Da waren noch sehr viel weniger Spezialisten da. Oder wenn Sie Naturwissenschaften nehmen, nicht? Die Spezialisierung geht immer weiter. Und das scheint produktiv zu sein. Nicht? Dadurch, wir können mehr Menschenleben länger, Menschen am Leben halten, dadurch, dass wir immer noch weiter spezialisierte Ärzte haben. Aber das hat Grenzen. Es kann so etwas geben wie eine Überspezialisierung. Nicht? Irgendwo wird die zunehmende Komplexität, die darauf beruht, dass wir diese Arbeitsteilung organisieren
Und die wird eben kapitalistisch organisieren über die Warenmärkte und die Dienstleistungsmärkte. Es kann sein, dass wir eine übermäßige Komplexität haben. Das heißt, es ist nicht ohne weiteres eindeutig zu sehen, dass immer weitere Spezialisierung der richtige Weg ist. Das will ich jetzt im Einzelnen nicht darstellen, das ist aus Zeitgründen nicht möglich hier. Ich glaube aber, dass das eine ganz wichtige Forschungsagenda ist, sich zu fragen, können wir irgendwie feststellen, ob die Spezialisierung, ob die Arbeitsteilung inzwischen zu weit gegangen ist oder nicht. Das wird natürlich von Feld zu Feld verschieden sein. Das mag in der Medizin anders sein als in der Juristerei, in der Ingenieurwissenschaft wieder anders. Also das müsste dann sehr intensiv studiert werden und man müsste die Mechanismen betrachten, die zu mehr Arbeitsteilung führen. Nicht? Aber das kann ich jetzt hier nicht vertiefen. Immerhin, der Grundgedanke, dass die Spezialisierung zu groß werden konnte, ist natürlich ein uralter Gedanke. Natürlich haben schon Rousseau gesagt, also das Geld ist eine schreckliche Sache. Wir sollten das Geld abschaffen und jeder sollte alle Produkte, die er konsumiert, selber produzieren. Also Abschaffung jeder Arbeitsteilung. Das steht in seinem Contrat social. Also wir wissen, dann würden wir jedenfalls, wenn wir auch 7 Milliarden Menschen wären, alle verhungern, oder die meisten von uns. Das scheint nicht zu funktionieren. Aber es ist dies natürlich eine Bewegung, die sich immer weiter, die Romantik auch in der Ökonomik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat ähnliche Gedanken vertreten, hat sich gegen den Utilitarismus gestellt, genau mit diesem Gedanken. Und später ist das immer weitergegangen. Auch Marx hat darüber intensiv nachgedacht und hat ja in seinem Ausdruck über den Fetischcharakter der Ware die Kritik an dieser entfremdeten Art, Güter zu produzieren, zu einem großen Thema gemacht. Und die Erben davon ist die Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, nicht? Dialektik der Aufklärung und so weiter und so fort. Das heißt also, diesen Widerstand gegen die Spezialisierung hat es immer gegeben. Und dennoch muss man sagen, rein materiell geht es uns natürlich wesentlich besser. Wir leben länger, wir sind gesünder. Wir haben genug zu essen in Europa und in Nordamerika und so weiter und so fort. Wir haben eher das umgekehrte Problem. Also, und jetzt ist die Frage, nicht in dieser Auseinandersetzung, die natürlich eine gesellschaftsphilosophische Auseinandersetzung ist, was sind die richtigen Antworten? Das werden wir nie endgültig rausbekommen, denn wir haben, das ist die Evolutionsökonomik, wir haben ein evolvierendes System. Und Sie können von einem evolvierenden System seine Zukunft nicht genau voraussagen. Und deshalb können Sie auch heute nicht sagen, ob endgültig, ob Überspezialisierung vorhanden ist oder nicht. Immerhin, also ich wollte diesen Gedanken Ihnen hier mal präsentieren, denn der kommt wahrscheinlich im Bachelorstudium nicht vor. Und jetzt können wir aber das Thema Komplexität auch nochmal spiegeln, an dem Gedanken der Produktionsumwege. Nicht? Kann es vielleicht sein, dass zu viele Produktionsumwege gar keine zusätzliche Mehrergiebigkeit mehr mitbringen, sondern das Gegenteil? Und damit komme ich also auf die nächste Kurve, dass ich nämlich behaupte, Böhm-Bawerk hatte einen sehr guten Ansatz, hier die Komplexität des Produktionssystems ausgedrückt durch die durchschnittliche Länge der Produktionsumwege. Und wenn die Produktionsumwege aber ein bestimmtes Maß erreicht haben, kann es sein, dass wenn wir sie noch weiter treiben, die Ergiebigkeit negativ wird. Das heißt also, dass dann die Produktivität wieder abnimmt. Wenn das der Fall ist und wenn das sozusagen der Markt versteht und merkt, nicht, dann ist das vielleicht der Grund, dass in dem Ausmaß, in dem das Angebot an Kapital, etwa in der Form, weil wir immer länger leben, immer mehr, nicht mehr untergebracht werden kann zu positiven Zinsen. Für mich ist die gegenwärtige Niedrigzinssituation genau so erklärbar, wobei ich natürlich gibt es andere zusätzliche Dinge, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber also wenn wir eine Grenze haben für die Mehrergiebigkeit längerer Produktionswege, dann können wir verstehen,
Das, und deshalb brauchen wir die Kapitaltheorie. Ne? Dann können wir verstehen, dass es einen Widerstand gibt im Produktionssystem gegen eine Verlängerung weiterer Produktionsumwege, weil sie nichts mehr einbringen. Ich will es Ihnen mal an einem plastischen Beispiel klar machen. Nicht? Also eines der Hauptkapitalbindungen sind die Wohnungen. Ne? Also wenn wir, wie heute im Durchschnitt in Deutschland, eine Wohnungsausstattung von 45 Quadratmeter pro Kopf haben, als Durchschnittsaussage, ne, dann bindet das natürlich mehr Kapital, als wenn wir nur 15 Quadratmeter pro Kopf hätten. Was sind aber die Kosten des Wohnens? Die sind natürlich erstens die Kapitalkosten. Man muss Zinsen bezahlen auf das in der Wohnung gebundene Kapital, der Eigentümer und der Mieter, auf den wird es dann überwälzt. Aber zusätzlich gibt es natürlich Instandhaltungskosten. Nicht? Wir haben eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, nicht? Der sagt, das Gesetz der wachsenden Unordnung. Wenn man also ein Gebäude nicht in Ordnung hält, dann wird es immer schlechter und schließlich nicht mehr bewohnbar. Das heißt, je größer das Gebäude ist, desto mehr Instandhaltungskosten haben Sie. So kann es sein, dass selbst bei einem Zins von Null der Facharbeiter nicht in einem Schloss leben will, weil die Instandhaltungskosten des Schlosses ihn überfordern würden. Ne? Es gibt also sozusagen eine optimale Wohnungsausstattung, je nach Einkommenshöhe natürlich, die aber selbst wenn keine Zinsen anfallen, nicht bei unendlich liegen, sondern irgendwo im endlichen Bereich. Und ich vermute mal, dass jedenfalls in den bürgerlichen Schichten, die heute in Deutschland schon erreicht ist. Nicht? Natürlich gibt es arme Leute, die immer noch beengt wohnen und jetzt haben wir die Flüchtlinge, das ist erst recht so. Aber vom Grundsätzlichen her scheint mir, dass wir diesen Sättigungspunkt für den Wohnungsbedarf, jedenfalls für die mittleren Schichten und die Reichen, längst erreicht haben. Und man jetzt eher wieder dahin tendiert, nicht? Das ist zum Beispiel das Zurückziehen in die Innenstadt, ist ja ein Beispiel davon, dass man also sich eher wieder enger setzt. Das bedeutet, wir brauchen weniger Kapital. Also dieses als ein Beispiel dafür, dass wir wahrscheinlich so etwas haben wie eine Grenze für die Mehrergiebigkeit längerer Produktionsumwege und daher eine Begründung, kapitaltheoretische Begründung dafür, dass selbst bei Zinsen von Null das Sparangebot höher sein kann als die Sparnachfrage, als die Kapitalnachfrage. Bitte? Können Sie vielleicht ein bisschen näher kommen? Ich höre. Die Beschriftung der Y-Achse bei der Folie davor. Bitte? Da liegt, also auf der rechten Seite ist das T, also die Kapital, die Produktionsumwege. Und links ist die Output, die Menge an, ist die Produktivität, die Arbeitsproduktivität. Ne? Pardon, ja, das hätte ich erklären sollen. So, jetzt der vierte Teil, exportgeführtes Wachstum, Export-led Growth. Das ist eine Sache, die also in der herkömmlichen Ökonomie durchaus behandelt wird. Und das Beispiel, das man hier neben anderen, die Tigerstaaten sind ähnlich, anführen kann, ist China. China war ein bitterarmes Land im Jahr 1980. Damals hat man dann entschieden, politisch, dass man auf die Marktwirtschaft setzt. Man lernt vom Klassenfeind. Nicht? Und da war in den 90er Jahren der Spruch, wenn es funktioniert, nennen wir es Sozialismus. Und so hat man also dann relativ pragmatisch die Marktwirtschaft eingeführt. Wodurch kommt aber dieser enorme Aufstieg von China, enorme Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft zustande? Meine These ist, sie kommt dadurch zustande, dass man die effizienten Produktionsmethoden von den Kunden gelernt hat, von den reichen Ländern, in die man exportiert hat. Denn es ist klar, stellen Sie sich vor, in einer traditionellen Gesellschaft, wo es also Verwandtschaftsbeziehungen gibt oder man gehört zur selben Partei und so weiter und so fort, da wird ja der Wettbewerb ausgeschaltet durch ein Beziehungsnetz. Und es kommt nicht der zum Zuge, der die beste Ware zum günstigsten Preis anbietet, sondern der, der am nächsten
dran steht in der Verwandtschaft oder der, der den besten Obolus bekommt vom Verkaufsbeauftragten. Also das, was wir modern Korruption nennen. Nicht? Jede traditionale Gesellschaft lebt davon, dass sie ein Beziehungssystem hat, das wir in der modernen Gesellschaft Korruption nennen, aber das natürlich für die Stabilisierung des alten Systems ungeheuer notwendig war. Es gibt ein wunderbares Buch von Douglas North, dem Nobelpreisträger, der im Alter von fast 90 Jahren zusammen mit zwei Co-Autoren ein Buch geschrieben hat über die Frage, wie eigentlich die moderne Volkswirtschaft oder Gesellschaft entstanden ist und wie die traditionale Gesellschaft eigentlich funktioniert, deren Hauptproblem darin bestand, ohne ein Gewaltmonopol des Staates zu verhindern, dass zu viel Gewalt ausgeübt wird. Und er beschreibt in diesem Buch, oder die drei Autoren beschreiben in diesem Buch, das geht eben durch ein Beziehungsgeflecht, das wir sozusagen für unterentwickelte Länder, für Länder der dritten Welt verstehen können als Familie, Clan und so weiter und so fort, indem man je nach Machtposition, die die Einzelnen haben, die Eigentumsrechte verschiebt. Wenn jemand mächtiger wird, dann bekommt er mehr und jemand, der schwächer wird, der muss ein bisschen was abgeben. Und sie haben historisch sehr schön gezeigt, wie in England, also vor allem das englische Beispiel, aber auch für andere Länder haben sie es gezeigt, in England des Mittelalters bis hin zum 18. Jahrhundert dieses System funktioniert hat und dadurch Bürgerkrieg verhindert wurde. Also es gab kein gesichertes Eigentum, es gab keine gesicherten Eigentumsrechte, sondern hinter dem Eigentum, um das Eigentum zu verteidigen, brauchte man immer politische Macht. Und die moderne Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie Eigentum haben können, ohne Macht zu haben. Sie haben einen gesicherten Titel und brauchen keine Machtausübung, um ihr Eigentum zu verteidigen. Und umgekehrt, derjenige, der Macht hat, ist möglicherweise gar nicht sehr reich. Und diese Trennung von Macht und Wohlstand oder Macht und Eigentum ist typisch für die Moderne. Wenn das aber so ist, dann bedeutet das Lernen der modernen Gesellschaft, wenn man in der traditionellen Gesellschaft, und damals waren es natürlich die Kommunen, der Kommunismus hat das ja natürlich alles entsprechend gestaltet, nicht? Die Dorfgemeinschaft und so weiter und so fort, die in einer landwirtschaftlichen Produktionskommune zusammengefasst war, der ja auch wesentliche sozialstaatliche Bedeutung hatte, nicht? Also kranke Leute wurden eben mit ernährt und so weiter und so fort. Und wenn man von diesem System nun in den Wohlstand kommen will, da muss man das ja irgendwie lernen, wie dieses moderne System, das so viel Wohlstand schafft, eigentlich funktioniert. Und das lernt man, indem man zu Otto Versand geht und sagt, ich kann liefern Kleidung billiger als die Konkurrenz aus Italien, mit derselben Qualität und genauso pünktlich. Das heißt, man lernt die Tugenden der Marktwirtschaft, die Disziplinierung des einzelnen Produktionsprozesses mit Hilfe des Marktes und speziell des Wettbewerbes, die lernt man aus den Ländern, in die man exportiert. Und ich verstehe also das chinesische Wirtschaftswunder, das wirklich so genannt werden kann, nicht? Wenn Sie sich vorstellen, dass sie über drei Jahrzehnte immerzu mit ungefähr 10% gewachsen sind und im Jahr 1980 waren 3/4 der chinesischen Bevölkerung unter der absoluten Armutsgrenze von $1 pro Tag pro Kopf. Heute gibt es das bei Han-Chinesen überhaupt nicht mehr, bei den ethnischen Minderheiten wohl schon noch, bei den Tibetanern und so. Aber das ist ein anderer Punkt. Jedenfalls sehen Sie, dass dieses System über die Marktwirtschaft enorm erfolgreich war. Und natürlich wird China zu einer Weltmacht aufsteigen in diesem Zusammenhang mit allen Aspekten positiver und negativer Art, die das für uns hier in Europa bedeutet. Gelernt hat man es aus dem Export. Der Export ist der Lernprozess. Export in die reichen Länder. Der Export ist der Lernprozess.
Und das ist ein Gedanke, den im Grunde mutatis mutandis schon Friedrich List gehabt hat. Deshalb also die Dogmengeschichte ist wirklich sehr fruchtbar. Friedrich List ist mir beigebracht worden von demselben Professor Salin, der mich gezwungen hat, Karl Marx zu lesen, der Wiedergründer der List-Gesellschaft. Und er hatte die Werke von List neu herausgegeben und so weiter und so fort. Nicht? Seine Idee, das, was man sehr abgekürzt nennt, den Erziehungszoll, den er für Deutschland propagierte, nicht? Dass man also dadurch, dass man die englischen Waren, die damals führend waren, heraushielt mit Hilfe eines Erziehungszolls, um damit die Produktion im eigenen Land anzukurbeln, um in dem Industrialisierungsprozess, wie man das später nannte, voranzukommen, ist im Grunde auch ein solcher Lernprozess, nur damals umgekehrt, sozusagen Protektionismus, protektionistisch ausgedrückt, formuliert von einem damals unterentwickelten Land, Deutschland, und heute umgekehrt, wenn wir sehen und uns freuen müssen, dass es den Chinesen so viel besser geht, als es ihnen früher ging, wenn wir sehen, dass wir das befördern wollen, dann müssen wir eigentlich für die dritte Welt dasselbe nochmal machen, was für China jetzt gelungen ist. Und das bedeutet Stimulierung des Exports in der dritten Welt. Ich will Ihnen das anhand eines kleinen Modells, und das ist dann der Schluss, nochmal klar machen, damit Sie auch sehen, das Ganze kann sozusagen in mathematische Form gebracht werden. Ich werde hier keine Formeln, sondern nur eine Grafik hinzeichnen. Ich sage also, ein Land, der Exportüberschuss eines Landes ist umso, die Wachstumsrate eines Landes ist umso höher, je höher sein Exportüberschuss ist. Das nennt man eben in der Außenhandelstheorie Export-led Growth. Nicht? In der Außenhandelstheorie ist das natürlich schon durchaus angekommen, aber wir haben noch nicht sozusagen die Gesamtkonsequenzen daraus gezogen. Wenn das stimmt, dass für ein Land der dritten Welt das Wachstum umso höher ist, je höher die Exporte sind, nicht? Dann müssen wir, wenn wir wollen, dass die Ungleichheit in der Welt abnimmt, schon aus Gründen der Eindämmung der Zuwanderung aus der dritten Welt zu uns, ja alles tun, um das Wachstum in der dritten Welt zu stimulieren. Und das bedeutet also, wir kommen, das werde ich jetzt anhand eines Zwei-Länder-Modells, nicht? Das ist ja ein eingeübtes Denkschema in der Außenhandelstheorie, dass man eine Sache, die kompliziert ist, erstmal anhand von zwei Ländern versucht durchzubuchstabieren. Und jetzt nehme ich also die beiden Länder, den Norden, oder nenne das das Land A, das ist also OECD plus China. China gehört inzwischen auch demografisch zum Norden, also zu den reichen Ländern, wenn es auch noch nicht so reich ist. Und die übrige Welt, das ist das Land B, das ist also der Süden. Und jetzt geht es darum, das Wachstum im Süden zu stimulieren. Was heißt das? Ich führe also ein, jetzt einfach mal symbolisch, zwei Währungen. Der Norden hat die Währung Dollar, der Süden hat die Währung Rupie. Das ist ja die indische Währung und Indien ist das größte Land dieser Gegend, die ich jetzt hier Süden nenne. Und dann haben wir also eine Größe, das ist der Wechselkurs zwischen Dollar und Rupie. Der ist also W, also Dollar ausgedrückt in Rupie ist W. Je höher W ist, desto teurer ist der Dollar ausgedrückt in Rupien, oder desto billiger ist die Rupie ausgedrückt in Dollar. Dann die Staatsschulden im Norden, im Land A, das ist dieses D. Dann der Exportüberschuss des Landes B, nenne ich X, wie schon in der Grafik davor. Und die Wachstumsrate des Landes B aus der dritten Welt sei G. Und dann bekommen wir folgende Analyse. Wir unterstellen jetzt mal, dass es diesen Sparüberschuss gibt, den ich vorhin abgeleitet habe im dritten Teil. Nämlich, wir unterstellen jetzt diese Export-led Growth. Dann sehen Sie nach unten, da ist die Wachstumsrate der dritten Welt angegeben. Das ist das G. Und die Wachstumsrate hängt ab vom Exportüberschuss, gemäß dem, was ich gesagt habe. Wenn also X größer ist, der Exportüberschuss der dritten Welt, dann ist dessen Wachstumsrate höher. Also das ist diese Kurve rechts unten, diese rote Kurve rechts unten. Ne? Ein monotoner Zusammenhang zwischen
Exportüberschuss und Wachstumsrate. So, was bedeutet das aber für die erste Welt, also für die reiche Welt plus China? Nun gut, wodurch kommt der Exportüberschuss zustande? Nun, je höher der Dollar steht relativ zur Rupie, also jetzt real, die Inflationseffekte hier schon rausgerechnet, real, je höher die Wechselkurs, der Dollarwechselkurs ausgedrückt in Rupie ist, nicht, desto besser kann der Süden exportieren. Das bedeutet, wenn W steigt, dann steigt deswegen der Exportüberschuss. Und da der Exportüberschuss steigt, steigt die Wachstumsrate des Südens. Wir haben also von einem W, das irgendwie wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch festgelegt wird, einen Wechselkurs, einen Effekt auf das Wachstum im Süden. Und wenn wir wollen, dass der Süden kräftig wächst, dann müssen wir W hoch machen. Nun haben wir aber ein Problem. Was bedeutet ein hoher Dollar-Wechselkurs? Das bedeutet möglicherweise, dass bei uns es an Nachfrage fehlt in der reichen Welt. Nicht? Denn wenn Exportüberschüsse des Südens bedeuten ja Importüberschüsse des Nordens. Also ein Teil der effektiven Nachfrage des Nordens geht in den Süden in der Form des Importüberschusses aus der Sicht des Nordens. Und das kann natürlich bedeuten, dass also hier es an Arbeitsplätzen fehlt und das muss kompensiert werden. Nun, solange die Zinsen positiv sind, also solange wir das Problem der Sparschwemme oder des Überschusses der Ersparnisse über den Kapitalbedarf nicht haben, kann man das dadurch kompensieren, dass man den Zins niedriger setzt. Also wir können mal sagen, in einer herkömmlichen Welt, in der der Zins immer positiv, Gleichgewichtszins, der der Vollbeschäftigung entspricht, immer positiv ist, kann man diesen Exportüberschuss, der das Wachstum im Süden anregt, dadurch im Norden kompensieren, dass man den Zinsen entsprechend absenkt und dadurch hier die Kapitalintensität der Produktion, die Höhe, Länge der Produktionsumwege weiter erhöht, nicht? Und dadurch auch mehr zusätzliche Nachfrage, insbesondere Investitionsnachfrage schafft. Wenn aber der Zins schon bei Null ist, aus den Gründen, die ich im Teil davor besprochen habe, dann funktioniert das nicht mehr. Wir müssten denn, wie Olivier Blanchard, der frühere Chefökonom des IMF, vorgeschlagen hat, Inflation generieren, nicht? Also sozusagen geplante Inflation von 4 oder 5%, sodass also der Realzins negativ werden kann, wenn wir einen Nominalzins von 1% haben und eine Inflationsrate von 4%, dann haben wir einen Realzins, der -3% ist. Und dann fangen die Leute an zu investieren, nicht weil es sich lohnt, sondern weil sie eine Flucht in die Sachwerte machen, weil sie ihr Vermögen retten wollen. Nicht? Dann haben wir auf diese Weise zusätzliche Nachfrage. Das ist sehr unproduktiv. Der andere Weg ist, dass wir die Staatsverschuldung erhöhen. Das heißt, den Sparüberschuss absorbieren durch eine entsprechend höhere Staatsverschuldung. Und das funktioniert. Das kann man im Modell schön zeigen. Ich habe dazu ja auch verschiedentlich publiziert. Brauche ich Ihnen jetzt hier nicht darzustellen. Was heißt das also alles? Und damit komme ich also zum Schluss. Dieses alles ist ein Beitrag zum Thema der Wanderung von B nach A. Wir haben ja heute eine Flüchtlingswelle, die nach Deutschland strebt und nach Europa allgemein, nach Mitteleuropa strebt. Nicht? Das ist dieses Grundbedürfnis der Weltbevölkerung, zu leben in einem Land, wo die Moderne herrscht. Nicht? Also wo es effektiv zugeht, wo der Rechtsstaat existiert, wo man von seiner Arbeit vernünftig leben kann und so weiter und so fort. Nicht? Das ist die Sehnsucht, darum kommen die Leute hierher. Und das wird natürlich in dem Ausmaß, in dem die Wanderungskosten sinken, und die werden weiter sinken, dazu führen, dass also diese Wanderungen immer größer werden. Nicht? Die Wanderungskosten sind der Hemmschuh dafür, für die Wanderung, wenn die Wanderungskosten, so wie sie bisher in der Vergangenheit getan haben, auch weiter sinken. Die Wanderungskosten sind sozusagen im Sinkflug, nicht? Aufgrund des technischen Fortschritts. Denken Sie Internet und so weiter und so fort. Will ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen. Und dieses bedeutet, wir müssen eine Problemlösung finden. Nicht? Es wird von den Politikern gesagt, ja, wir müssen die Bedingungen in den Ländern dort so schaffen, dass die halt dort bleiben wollen. Das ist ein billiger Spruch.
Dann machen Sie es. Wie machen Sie das? Ich habe einen Vorschlag. Nicht? Indem wir das Wachstum dort stimulieren. Indem wir das Wachstum dort stimulieren. Und das kann bedeuten, dass wir bei uns die Staatsverschuldung erhöhen müssen. Mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, die Schuldenbremse und die Wanderungsbremse passen nicht zusammen. Das sind also sozusagen die Quintessenz einer Analyse. Und Sie sehen, mit deren Hilfe habe ich jetzt sehr aktuelle Themen meines Erachtens für die Weltwirtschaft, aber natürlich auch für Deutschland, mit Hilfe von theoretischen Instrumenten versucht zu analysieren und Lösungsvorschläge ausgearbeitet, die, wie Sie nun auch wiederum feststellen, den bisherigen Auffassungen widersprechen. Und Sie können sicher sein, dass wenn ich das publiziere, was demnächst der Fall sein wird, also mit dem Satz, die Schuldenbremse und die Wanderungsbremse sind miteinander nicht kompatibel, werde ich natürlich erheblichen Widerstand erleben, aber das kann ich mir leisten, nicht? Ich bin ja ein freier Mann, hänge von niemand ab. Und das Ganze will ich zusammenfassen in dem, was ich nenne, wir benötigen eine neue Theorie der global-sozialen Marktwirtschaft. Vielen Dank.